Heute geht es um das Thema Ewigkeit. Ewigkeit. Denn wir sind hier auf dieser Reise zum Thema Heiliger Geist und eins ist absolut klar, der Heilige Geist ist ewig. Ewig. So ewig ist so ein Thema, das ist uns sowas von geläufig. So ein richtiges Standardthema. Und wir denken, wir wissen alles drüber. Ja, irgendwie ewig halt, ne? Aber wenn du dich damit mal näher beschäftigst, dann merkst du, das ist ein ganz eigentümliches Thema. Das ist fast beklemmt. Weil wir können Ewigkeit nicht denken. Ewigkeit ist nichts, was wir uns vorstellen können. Wir sind von Gott in die Zeit hineingesetzt worden. Wir kennen Zeit. Wir kennen auch lange Zeiträume, aber wir können uns keine Zeitlosigkeit vorstellen. Und Ewigkeit im biblischen Sinne ist jetzt nicht in die Richtung Tausende von Milliarden von Jahren und in die Richtung Tausende von Milliarden von Jahren oder sowas, sondern Ewigkeit ist was völlig anderes, was qualitativ anderes. Denn in der Offenbarung heißt es an einer Stelle, dass ein Engel sagt, die Zeit wird aufhören. So, das kann man jetzt unterschiedlich interpretieren. Der eine sagt, da hört einfach das Zeitalter auf, aber vielleicht hört tatsächlich die Zeit auf und die Ewigkeit beginnt. Wie auch immer man sich das vorstellen kann. Schaut, wir sind als Menschen extrem begrenzt. Wir schnallen es nur nicht. Im Mathematikunterricht, Oberstufe, Hessen, weiß ich noch, haben wir in Dimensionen gerechnet. Da konntest du also in Dimensionen rechnen, in der 8. Dimension und in der 10. Dimension und in der 50. Dimension und da irgendwelche verrückten Sachen machen. Das war mathematisch völlig einfach. In der Mathematik waren Dimensionen in allen möglichen Größenordnungen gar kein Problem. Nur vorstellen konntest du dir gar nichts. Wir können nicht mehr als 3 Dimensionen denken. Und es gibt Leute, die sagen, die Zeit ist die 4. Dimension, passt aber nicht wirklich. Aber selbst wenn, dann kannst du dir keine 5. denken. Es geht nicht. Wir können es uns nicht vorstellen, wir können es uns nicht ausmalen. Es ist unmöglich. Ja? Kein Mensch kann es sich vorstellen. Aber mathematisch, überhaupt kein Problem. Und das ist der Punkt, was Ewigkeit betrifft. Es ist für uns nicht denkbar. Das übersteigt unseren menschlichen Intellekt. Das können wir im besten Falle im Geist erfassen, mit soweit es möglich ist, und sagen, okay, der Herr hat da was. Aber die Bibel gibt uns Informationen über Dinge, die die Ewigkeit betreffen. Und das ist eben, dass es nicht vorstellbar ist für uns, wie es im Korintherbrief heißt. Ja, wir können es nicht denken. Gott hat was bereitet, was in keines Menschen Sinn gekommen ist. Warum? Weil wir in dieser Schöpfung sind, in ihrer Begrenzung und uns in etwas hineinbewegen, was diese Begrenzung nicht mehr hat. So wie es bei Gott ist. So, und das ist eben auch der Punkt Ewigkeit. Ewigkeit ist anders als Zeit. Und die Bibel kämpft damit, ich sage es mal wirklich bewusst so, kämpft damit, uns das irgendwie plausibel zu machen. Denn dieses Thema Zeit ist natürlich das, was am ehesten uns Ewigkeit verstehen lässt. Das ist ja logisch. Aber es ist nicht unendliche Zeiträume. Ich kann mich noch erinnern, keine Ahnung, das ist so eine richtige Kindergottesdienstgeschichte, wo so ist, dass da die Lehrerin dann erzählt, also das musst du dir so vorstellen mit der Ewigkeit. Das ist ein riesiges Gebirge, ein ganz großer Berg wie das Matterhorn. Und einmal in 1000 Jahren kommt ein kleines Vögelchen und das wetzt seinen Schnabel an dem Felsen. So. Und wenn der ganze Berg abgewetzt ist, dann ist von der Ewigkeit eine Sekunde vergangen. So. Das heißt, die erzählt eine Story von irgendwelchen Milliarden von Jahren und sagt, das ist dann, so kannst du die Ewigkeit vorstellen. Das ist, glaube ich, also meine Überzeugung ist das grundverkehrt. Weil das sind einfach nur unermesslich lange Zeiträume, die diese Frau versucht zu erklären und sagt, so ist Ewigkeit zu verstehen. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ewigkeit ist nicht Zeit. Gut. Okay. Der Gedanke von unendlicher Zeit ist griechisch.
das kommt aus dem Griechischen. Also Zeit, die vor aller Zeit, bis in alle Zeit. Ja? So, also Zeit gibt es quasi immer. Was aber wissenschaftlich hoch fragwürdig ist. Weil es gibt ja auch Raumzeit, so Geschichten und so weiter. Ich weiß nicht, das geht dann so in Relativitätstheorie und sonst was, wo die sagen, Zeit ist relativ. Und solche Sachen. Das ist uns sehr, sehr befremdlich. Ja, aber eben in der Wissenschaft, die merken, das Ding, was für uns so klar ist, so logisch erscheint, ist gar nicht so logisch. Wie mit dem Raum. Du denkst, in die Richtung, in die Richtung, in die Richtung geht der Raum unendlich weiter. Das wäre erstmal zu überprüfen. Ja? Das ist nur eine Annahme. Andere sagen, naja, du kannst dir das so vorstellen wie die Innenseite einer Kugel. Wenn du in der Richtung weitergehst, ja, kommst du eben auch, wie bei der dritten Dimension, auf einmal von hinten an. Also es gibt einen Haufen Sachen, die das auch in Frage stellen. Nur wir sind sehr linear in unserem Denken, ja, und denken, das, was wir jetzt so erleben, in Zeit und in räumlicher Hinsicht, ist immer so und überall so und gilt grundsätzlich so. Das ist hoch fragwürdig. Gut. Okay. Das war also meine Vorrede. Im griechischen Text steht das Wort Äon, das kennt ihr. Äon. Und das ist ein Begriff, der spricht für einen bestimmten Zeitabschnitt, für eine bestimmte Epoche, ne? Also durchaus im Sinne von Zeit, aber er wird auch gebraucht im Sinne von Ewigkeit, so wie wir das verstehen. Das heißt, da ist ein Wort, das ist genau im Hebräischen, hat mehrere Bedeutungen. Das kann Zeit bedeuten, Epoche bedeuten, Zeitraum bedeuten, ein Zeitfenster bedeuten oder eben tatsächlich Ewigkeit. Und du kannst nur aus dem Text Zusammenhang rauskriegen, was ist denn hier gemeint? Um was geht es denn hier? Ne? So, beispielsweise hast du da solche Begriffe wie Weltzeit in der Bibel. Vor Zeiten, von Anbeginn der Welt, vor aller Zeit, vor der Zeit der Welt, steht alles in der Bibel. Ja? Begriffe, wo es einfach um Zeiträume geht. 2. Timotheus 1, Vers 9 heißt es. Er hat uns gerettet, mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt worden ist. Vor ewigen Zeiten. Ja, da hast du ja schon die Kombi von Ewigkeit und Zeit. Und das heißt ziemlich viel in der Bibel, wo sie einfach sagt, also vor diesen ewigen Zeiträumen. Sie kombiniert das, um klarzumachen, das ist grundlegend, das ist schon immer von Gott geplant gewesen, dass er uns gerufen hat. Wir sind schon von jeher, wenn ich das mal so, die Begriffe sind schwach, ne? Schon immer in seinem Herzen gewesen, dass er uns gerufen hat, dass er uns hervorgebracht hat, dass wir zu ihm kommen. Ne? Vor ewigen Zeiten, heißt es hier, hat er uns gerufen. Vor ewigen Zeiten schon war der Plan, dass er uns rettet. Schon von jeher. Also bevor du geschaffen worden bist, war schon der Plan Gottes da. Titus 1, Vers 2. Der schreibt, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das der wahrhaftige Gott schon vor ewigen Zeiten verheißen hat. Wieder dieses Ding. Gott hat was verheißen vor ewigen Zeiten, nämlich, dass es ein ewiges Leben gibt für die, die zu ihm gehören. Judas Brief, 1 Vers 25. Ihm, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, rettet, gebührt die Herrlichkeit, Hoheit, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und für alle Zeiten. Vor aller Zeit ist das, was wir als Ewigkeit bezeichnen. Ne? Es ist etwas, was vor der Zeit war. Es gibt irgendwas, was vor der Zeit ist und was nach der Zeit sein wird. Wie gesagt, das sind Gedanken, die uns abstrus berühren. Ja? Ich weiß noch, als ich Teenager war, mich hat das dieser Gedanke von
Ewigkeit und immer, das hat mich völlig rappelig gemacht, weil das hat irgendwie mit meinem Verstand nicht funktioniert. Ich habe versucht, das zu erfassen, zu ergründen. Es geht nicht. Du kannst es dir nicht vorstellen. Wie du dir deine vierte, fünfte, sechste Dimension nicht vorstellen kannst, das menschliche Gehirn ist zu beschränkt. Es geht nicht. Ja? Und die Bibel spricht von Dingen, die über unser Verstehen hinausgehen. So, und in der Bibel, gerade wenn es um Lobpreis geht oder um Anbetung geht, dann gibt es da gerne die Formulierung in die Ewigkeiten oder in alle Ewigkeiten, wörtlich in die Äonen. Das heißt, da wird von Mehrzahl von Ewigkeiten gesprochen. Da wird's ganz speziell. Ja? Wir sagen ja von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Punkt ist, wir wissen nicht wirklich, sind damit Zeiträume gemeint? Oder ist diese Zeitlosigkeit gemeint? Was will der Herr uns damit sagen? Und ich glaube, das Ganze ist für uns ein Geheimnis, weil er es ein Geheimnis als Geheimnis haben will. Ne? So, die Begriffe Zeit und Ewigkeit verschwimmen. So heißt es beispielsweise in Römer 16, Vers 25, Ehre sei dem, der die Macht hat, euch Kraft zu geben, gemäß meinem Evangelium und der Botschaft von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war. Seit ewigen Zeiten gab es ein Geheimnis im Herzen Gottes, was unausgesprochen war, nämlich, dass er selber kommt in Form eines Menschen und die Rettung bringt für die gefallene Schöpfung. Seit ewigen Zeiten im Herzen Gottes. So, da sagst du dir doch, wie kann das denn sein, wenn Gott das schon vorher gewusst hat, warum hat er denn dann so eine Schöpfung gemacht? Das sind diese Fragen, ja. Wieso hat er denn nicht gleich einen Garten Eden geschaffen, wo es überhaupt keinen Zugang zu einer Schlange gab? Wieso durfte die sich denn da rumtreiben? Warum hat er den komischen Baum denn nicht woanders stehen gesetzt? Und sowas, ja. Das sind solche typischen Fragen, die unserem Denken entspringen. Aber das Denken ist auch beschränkt. Und wir müssen einfach akzeptieren, wir sind beschränkt. Unser Erfassen, unser Verstehen, unser ganzes, die Möglichkeit, die Dinge des Geistes zu begreifen, sind beschränkt. 1. Petrus 4, Vers 11. So wird in allem Gott verherrlicht durch Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. In alle Ewigkeit. Wenn du das Johannesevangelium da anschaust, da kommt ein anderer Aspekt rein. Bei den meisten anderen ist eben dieser eher, sage ich mal, zeitliche Aspekt wichtig. Aber da kommt etwas rein, wo es mehr um die Qualität geht. Dann heißt es doch da, die Bibelstelle kennt ihr alle in- und auswendig, Johannes 3, Vers 16, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Grundbasis von unserem Glauben, ja, dass es ewiges Leben gibt. Die Sadduzäer zur Zeit Jesu, ja, mit denen hatte der richtig Stress. Bei den Pharisäern hatte er auch Stress, aber mit denen war er theologisch relativ nah dran. Das war ziemlich auf einer Ebene, theologisch. Ja, nicht von dem Stil und von ihrer Gesetzlichkeit, aber einfach von den Glaubenswahrheiten. Aber die Sadduzäer haben eine Auferstehung abgelehnt, für die war mit dem Tod alles aus. Bloß wie es heute auch Kreise gibt, ja, also auch sogenannte christliche Kreise, die sagen, ja, das ist tot, fertig und dann ist erledigt. Die keine Vision für ein ewiges Leben haben, ist einfach nicht auf dem Schirm. Nur, wenn es das nicht gibt, wenn dieses Leben echt alles ist und dir das dann mal wirklich bewusst machst, dann hat dein Leben nicht mehr Wert als das einer Amöbe. Da bin ich echt von überzeugt. Weil wenn nach deinem Tod alles vorbei ist und alles aus ist, was war's dann? Wo ist der Sinn? Es gibt keinen. Und deshalb haben die Philosophen, als das dieses Denken sich so langsam ausbreitete, eine Richtung entstand da im Philosophischen, das nannte man Existenzialismus. Und die haben gesagt, das ist alles absurd, es gibt keinen Sinn, es gibt nichts. Ja, das haben Künstler aufgegriffen, Dadaismus und sonst was, einfach um die Absurdität des Daseins darzustellen. Ja, es gibt keinen Sinn. Wenn nach dem Tod alles aus ist, gibt es gar nichts. Franz Schaffer hat das so schön gesagt, also ob du deiner alten Oma über den Straße hilfst oder ihren Schädel anschlägst, ist im Grunde genommen völlig
egal. Es hat keinerlei Auswirkungen. Außer so ein bisschen moralischen Dingen, aber es ist ansonsten, wie du lebst, ist vollkommen egal. Und die meisten Menschen in unserer westlichen Welt leben genau so. Es gibt nach dem Tod nichts mehr, es ist völlig vorbei und jetzt lebst du halt, wie du willst und dann war es das. So, aber wenn du dir bewusst machst, Moment mal, was ich jetzt mache, hat Auswirkungen, die in Ewigkeit gelten, weil ich bin unsterblich. Und vielleicht gibt es sogar noch ein Gericht und ich muss mich rechtfertigen für das, was ich tue oder lasse, dann sieht die Sache völlig anders aus. Und das war etwas, was zutiefst die christliche Moralvorstellung geprägt hat. Über viele, viele Jahrhunderte in der westlichen Welt, weil die Leute wussten, ich werde Rechenschaft geben müssen für das, was ich mache. Und dann benimmst du dich anders, als wenn du denkst, nach dem Tod ist alles aus. Ja? Völlig anderer Ansatz. Hab mal vor so ein Interview gelesen, da hatten sie so Fragen gestellt einem bekannten Wissenschaftler, der war Atheist, und haben sie gefragt, was wäre für sie das allergrößte Unglück, was denkbar wäre? Hat er gesagt, wenn es doch einen Gott gäbe. Ja, weil der hat einfach logisch gedacht. Der hat gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass es einen Gott gibt, aber wenn es einen gibt und ich so lebe, wie ich lebe, dann ist das für mich das größte Chaos, was passieren kann. Das ist das größte Unglück. Das war völlig logisch gedacht. Weil, wenn es einen Gott gibt, dann muss er in Beziehung zu ihm treten, muss er irgendwie sehen, dass das, das muss Konsequenzen haben. Also der Mann hat logisch gedacht, obwohl er sich für die andere Seite entschieden hat. Ewiges Leben hat jeder, der an ihn glaubt. So, und da sind wir bei der Kernüberzeugung für uns als Christen, es gibt ein ewiges Leben. Es gibt ein ewiges Leben. Wir werden ewig leben. Und das ist für viele Leute um uns herum im höchsten Maße, wenn sie wirklich mal durch das durchdenken, befremdlich. Das ist komisch. Das ist irgendwie spinnert. Aber ich sage es gerne so, wenn du Kind Gottes bist, wenn du Christ bist, wenn du mit dem Herrn in wirkliche Übereinstimmung bist, dann hast du die gleiche Zukunft, wie Gott sie hat. Und zwar in Ewigkeit. Das muss uns bewusst sein. Und dann werden auch die Dinge dieser Welt ihre Relation finden. Wir müssen uns bewusst sein, auf was wir uns hinbewegen. Aber das Ding ist noch abgedrehter, als wir uns das vorstellen können. Zunächst einmal ist es so, Gott ist ewig. Punkt. Er ist ewig. Ja? Das sagt schon dein Name. Ich bin. Ne? Ich bin. Punkt. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Psalm 90. Die Bibel strotzt von vorne bis hinten von Aussagen, dass Gott ewig ist und dass er denen, die mit ihm sind, ewiges Leben gibt. Mit dem Thema ewiger Tod, ewige Verdammnis, Hölle und so weiter, wird es schon schwieriger, weil da gibt es verschiedene Ausformulierungen wie zweiter Tod und so weiter und da haben wir nicht wirklich eine Ahnung, was da passiert und ich möchte es auch nicht wissen. Ja? Wichtig ist, dass wir zum Leben durchdringen. Das ist der entscheidende Punkt. Und es gibt interessanterweise im Zusammenhang mit Gott einen Haufen Sachen, die wie er ewig sind. Nämlich seine ganzen Wesens- und Charakterzüge sind natürlich ewig. Die waren auch schon immer da. So, wenn es heißt, Gott ist Liebe, dann ist Liebe etwas, ich sag mal, Unerschaffenes. Es gehört zu Gott. Es ist ein Wesenszug. Ja? Oder Freude. Oder Frieden. Diese Sachen gehören zum Wesen Gottes. Oder natürlich, das Wort wird ewig bestehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort wird ewig bleiben. Und da gibt es verschiedene Sachen, die ewig sind. Der Name Gottes ist ewig. Findest du im Psalm 135. Seine Herrlichkeit ist ewig. Psalm 104. Seine Gerechtigkeit ist ewig.
Beispielsweise in 2. Korinther 9, Vers 9. Gnade und Wahrheit sind ewig. Jesaja 54. Seine Güte ist ewig. Psalm 136. Sein Bund ist ewig. Er sagt, ich mache mit euch einen ewigen Bund. Das ist auch mal eine ganz interessante Aussage, über die man mal nachdenken könnte. Jesaja 55. Gott schließt einen ewigen Bund. Also, er verpflichtet sich ja mit einem Bund. Bund ist ja eine Verpflichtung auch. Ja, mit diesem dreidimensional denkenden, zeitlich begrenzten Wesen tut der unerschaffene Gott einen Bund eingehen. Aus unserer Sicht ist das eine coole Sache. Aus Gottes Sicht übrigens auch. Er will das nämlich. Er hat Begierde nach uns Menschen. Die Bibel sagt, er hat uns als ein Ebenbild geschaffen, als ein Gegenüber. Er will uns. Und das ist echt cool. Und dann gibt es eine Aussage, da heißt es ewige Erlösung. Hebräer 9, Vers 12. Da geht es um den hohen Priester. Jesus als hoher Priester, der anders als der hohe Priester im Judentum oder in Israel zu Yom Kippur eben in das Allerheiligste gegangen ist und diese einmalige, komplette, für immer geltende Erlösung erbracht hat. Er ist ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen, nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und so hat er eine ewige Erlösung bewirkt. So, das, was Jesus getan hat, ist etwas, was Ewigkeitsauswirkungen hat. Wird nie irgendwie ratifiziert werden oder zu Ende kommen oder sonst was. Ist für immer gültig, wenn ich diese Begriffe so gebrauchen kann. Ja? Uneingeschränkt. Ewig. So wie Gott ist. Die Erlösung ist etwas, wenn wir das annehmen, it's done. Ja? It's done. Ewige Erlösung. Von einem ewigen Priester. So heißt es in Hebräer 7, Vers 17. Und so gibt Gott denen, die das für sich beanspruchen, die an ihn glauben, die ihn als Herrn und Retter annehmen, die sich damit einklinken, die diesen priesterlichen Dienst, dieses Opfer für sich annehmen, ewiges Leben. Das war ja so im Alten Testament. Auf das Tier, was geopfert wird für die Sünden des Menschen, hat der Mensch seine Sünde draufgelegt und auf dem Tier proklamiert. Und dann starb das Tier für seine Sünde. Und damit war erstmal vorläufig das Ding erledigt. Das war aber immer nur vorläufig, bis das vollendete Opfer kam. Und das kam in Christus. So, und als das vollendet war, war das Thema erledigt. Und jeder von uns, jeder Mensch am Globus, der sagt, mein Ding nehme ich und leg es auf dieses Opfertier. Das Lamm Gottes, dann ist es erledigt. Du hast Teil an dem vollendeten Opfer und du bist frei. Deine Sünde ist vergeben. Du hast ewige Erlösung. Und wenn du nicht so blöd bist, dass du sie wieder von dir stößt, dann wird sie auch bleiben. Die Bibel sagt, man kann sie auch verlieren, wenn man wissentlich das will. Ewige Erlösung. Und nur die ewige Erlösung ermöglicht ewiges Leben. Wenn Jesus das nicht getan hätte, wären wir alle erledigt. Nur darin haben wir überhaupt Hoffnung. Nur darin können wir in Ewigkeit vor Gott bestehen. Gott gibt uns Anteil an seiner Ewigkeit. Er gibt uns Anteil an seinem Leben. Er gibt uns Anteil, ich sag's mal mit diesem Wort, an seiner Zukunft. Wir sind hineingenommen da. In das Leben, in das Wesen, in das Sein Gottes. Die Bibel beschreibt das ja mit diesem Bild von Braut und Bräutigam, um klar zu machen, hey, wie du dir auf im Irdischen diese Verquickung vorstellen kannst, so bist du mit reingenommen in dieses Leben Gottes, in die Ewigkeit. Johannes 5, Vers 24. Sagt Jesus, Amen, Amen. Ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Aus dem Tod ins Leben hinübergegangen.
der Tod ist die Konsequenz der Sünde und des Sündenfalls. Tod. Tod ist übrigens im Biblischen zwar furchtbar, aber eine positive Sache. Lass mich das erklären. Als der Mensch gefallen war, das war folgendermaßen, die Schlange hat Eva verführt, Adam stand wahrscheinlich dumm glotzend daneben, hat sich das Ganze angeguckt, was da passierte, ja, und ist ja nicht aktiv geworden. Normalerweise hätte er die Schlange vom Baum ziehen müssen und ihr den Kopf zertreten müssen, aber hat er eben nicht gemacht, ne? Und irgendwie passierte das und nahm dann da so seinen Lauf. Und was die Schlange gesagt hat, war genau das, was satanisches Denken ist. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist der Wunsch des Teufels. Er will sein wie Gott. Und genau das hat er reingegeben. Und die Menschen haben das Ding genommen. Das wollten sie haben. Von sich aus. Aber Gott hat schon gesagt, ihr seid Ebenbild, ihr seid gegenüber. Er war ja mit ihnen, wie es so heißt, in der Kühle des Abends immer unterwegs. Was wollten die eigentlich? Die sind einfach auf dieses teuflische Denken reingefallen. Und dieses Denken hat der Feind in die Menschen reingegeben. Wir denken, sorry, wenn ich das mal so deutlich sage, grundsätzlich als Menschen denken wir verdorben, verdreht. Lass mich sagen, satanisch. Und erst durch die Erlösung kommen wir in die Chance, wieder richtig denken zu können, nämlich so wie Gott denkt. So wie Gott denkt. Das hat nicht das Geringste mit Moral oder sonst was zu tun oder irgendwelchen Wertvorstellungen, die durchaus positiv sind, sondern so zu denken, wie Gott denkt, auch unter dem Ewigkeitsgesichtspunkt. Ne? Gut, ich hoffe, ich bin hier nicht zu theoretisch. Aber dadurch, dass Adam eben gefallen war und wir alle unter dem Fluch waren, war jetzt der Tod beschlossen. Tod ist der Folge von Sünde. Und Gott hat die Menschen aus dem Garten Eden entfernt und den Cherub davor gestellt, wie es heißt, mit dem flammenden Schwert. Warum? Weil im Garten war der Baum des Lebens. Wenn die Menschen jetzt an den Baum gegangen wären, der übrigens nicht verboten war, und diese Frucht gegessen hätten, dann hätten sie mit dieser Sünde und dieser Trennung vor Gott ewig leben müssen. In dem Sinne ist der Tod positiv, weil er beendet diesen Zustand. Und du kannst dann in ein neues Leben kommen. Und wenn du dir das Neue Testament anguckst, dann geht es ständig um Tod. Es geht ständig, dass du sterben musst, damit du in ein neues Leben reinkommst. Wiedergeburt. Die Taufe ist ein Bild für dein Sterben des alten Menschen, der als neuer Mensch aufersteht. Der Alte muss sterben. Die Evangelien sind proppevoll davon. Musst mal gucken, ja. Und etwas Neues kommt zur Geburt. Eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. So, wir sind also völlig neu. Und der Tod ist was Positives, weil wir diese Trennung damit von Gott überwinden konnten und das neue Leben, was Christus für uns hat, empfangen konnten. Und jetzt können wir in Ewigkeit leben. Wann beginnt das ewige Leben? Mit der Wiedergeburt. So, wenn du wiedergeboren bist, hast du ewiges Leben. Es ist schon jetzt da. Das ist nicht irgendwas, was nach deinem Tod beginnt. Das ist ja so die klassische religiöse Vorstellung im Volksglauben. Na, wenn du tot bist, fängt das ewige Leben an. Irrtum. Wenn du nämlich dein Leben Jesus gibst, bist du gestorben. Eine neue Kreatur, dann bist du erledigt. Du bist gestorben. Im geistlichen Sinne. Dein alter Mensch ist gestorben, Neues ist entstanden. Du bist ein geistlicher Mensch. Mit Gott verbunden. Und deshalb sind Dinge auf einmal möglich, die vorher undenkbar waren. Deshalb ist auf einmal der Heilige Geist in dir drin, was vorher definitiv nicht der Fall war. Ja? Deshalb bist du auf einmal ein Tempel des Heiligen Geistes. Als gefallener Mensch, undenkbar, unmöglich, keine Chance, in keinem einzigen Fall. Gibt's nicht. Das ist das Problem, warum im Alten Testament der Geist Gottes nicht im Menschen war, sondern im besten Fall auf ihn drauf kam. Im Neuen Testament, völlig andere Story. Ja? Wir sind gerettet, erlöst, neugeboren in Christus. Das Opfer ist für alle Zeiten erledigt. Wir haben ewige Erlösung. Und jetzt nimmt der Geist Gottes in uns Raum und wohnt in uns. Das ist etwas, was im Alten Testament nicht vorstellbar war, fast blasphemisch. Ich habe schon darüber gesprochen. Aber es ist etwas, was für dich und mich gilt.
So, heißt also, in dir ist der Geist Gottes, du hast ewiges Leben. Und die Bibel fordert uns auf, bitte leb dementsprechend. Verhalte dich dementsprechend. Lass dich nicht vom Feind und seinem Dreck, mit dem du vorher gefangen warst, wieder einfangen. Leb nicht so beschränkt wie vorher, sondern komm in die Position, dass du wirklich Reich Gottes gemäß lebst. Mit dieser Ewigkeitsperspektive. Und das ist im Grunde genommen der größte Kampf für uns, weil wir in diesem Ding immer drin hängen. Und das ist dieser Kampf mit dem Fleisch. Ja, das ist der biblische Begriff für diese Sachen, die an uns rumziehen und uns versuchen, einfach immer wieder davon abzuhalten. Die Welt und ihre Begierde vergeht. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Heißt es in 1. Johannes 2, Vers 17. Alles, was wir kennen, alles, was wir so als Universum bezeichnen, wird alles vergehen. Ja? Es wird, diese Globus und so weiter, da ist die Bibel sehr deutlich, wird in dem Sinne, wie wir das kennen, nicht mehr weiter existieren. Es wird eine neue Himmel, neue Erde geben, es wird anders sein, es wird auf einem für uns unermesslich anderen Level sein. Aber so das, was wir jetzt so sehen, ich sag mal, ist in der Ewigkeit, wird es nicht wiedergefunden werden. Es wird in der Ewigkeit nicht wiedergefunden werden. Und das ist etwas, wo wir in unserem Leben gucken müssen, das kam ja vorhin, auch mit dem Wort Frucht, dass wir Frucht bringen, die in Ewigkeit wiedergefunden wird. Frucht, die wirklich etwas in Ewigkeit bewirkt. Wir sagen häufig bei irgendwelchen Sachen, wenn uns irgendwas anficht, das wird in der Ewigkeit nicht wiedergefunden werden. Das ist gut, wenn man so eine Perspektive hat. Du sagst, das ist jetzt hier vielleicht irgendwas, wo der Deibel sich aufbläst und irgendwelche Systeme nutzt oder sonst was. Es ist aber nichts, was Ewigkeitswert hat. Es ist vergänglich, es ist nichts, was gefunden wird in der Ewigkeit. Somit ist das etwas, was über ein paar Jahre in dieser Weltzeit mal da ist und dann weg ist. Im Grunde genommen vollkommen unrelevant. Vollkommen unrelevant. Relevant ist aber, wie wir leben und wie wir vorangehen und was wir mit dem Herrn machen. Wir nehmen die Dinge dieser Welt viel zu wichtig. Ich auch. Ist viel zu wichtig. Entscheidend ist aber, dass wir auf den Herrn schauen und mit ihm vorwärts gehen und im Geist leben, der in uns jetzt ist, mit dem Heiligen Geist vorangehen. Warum? Weil das ist das, was in Ewigkeit wiedergefunden wird. Und dann wird es ganz besonders doll, wenn du nämlich mal guckst, was es mit dem Thema Lohn gibt. Das ist ein Thema, da predigen die wenigsten Pastoren drüber, weil das ist ein ganz gefährliches Eisen. Aber das Neue Testament ist gestopft voll mit dem Thema Lohn oder mit dem Thema Ertrag. Sagen wir mal so, ich möchte es mal so sagen. Eins der Hauptthemen des Neuen Testaments ist Investment. Investment. Ja, ob das jetzt der Bauer ist, der da irgendwelchen Samen ausstreut, oder der Typ, der alles drauf gibt, dass er die Perle kommt, an die Perle kommt, oder der Bauer, der Typ, der den Acker kauft, damit er da den Schatz heben kann, oder was auch immer. Bis hin zum Öl bei der Jungfrau. Es geht um das Investment. So, und du musst investieren in einer Art und Weise, dass es in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Ein ganz, ganz, ganz eigentümliches Thema. Denkt an dieses Aussagen von Jesus, wo es heißt, naja, es gibt dieses Holz-Heu-Stroh-Ding, was verbrennt, und es gibt Sachen, die eben bleiben werden. Ja, Gold, Silber, Edelstein oder was. Ja, Sachen, die bleiben werden. Unser Leben hat Auswirkungen. Wie wir jetzt leben, hat Auswirkungen in Ewigkeit. Was wir jetzt tun oder lassen, hat Auswirkungen in Ewigkeit. Und viele unserer Glaubensvorfahren, die wussten das und die haben deshalb gesagt, wir müssen heilig leben, wir müssen diszipliniert leben, wir müssen so leben, wie die Bibel sagt. Das ist manchmal in Religiosität gekippt, die nicht gut war. Manchmal haben die das Thema Gnade nicht richtig verstanden. Aber gleichzeitig war ein Bewusstsein da, wie ich lebe, wird Konsequenzen haben. Ja? Und wenn du dich heute mit Leuten unterhältst, Christen, wiedergeborenen Christen, die tun so, als ob ständig nur alle Augen zudrücken und sagen, ne, ist schon gut, Gnade, Zuckerguss, alles super. Ja, dein Leben hat gar keine Konsequenzen. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wie wir leben, hat Konsequenzen. Und es hat Konsequenzen, die unermesslichen Ausmaß haben, nämlich in Ewigkeit gelten werden. Hier in diesem Buch, das war übrigens mein erstes Buch, was ich geschrieben habe,
dieses Buch, da habe ich über den Himmel geschrieben. Und da gibt es viele Aussagen zum Thema Ewigkeit. Insbesondere habe ich festgestellt, wenn der Herr spricht, ich habe hier ein paar Aussagen, die ich im Geist empfangen hatte, also wo der Herr was gesagt hat, wie so ein Diktat, und da kommt Ewigkeit vor. Ich werde euch hinterher was vorlesen. Und hier geht es auch um das Thema Frucht. Richtig reale Frucht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von diesem Fruchtthema und dass das in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Und der Herr hat mich wirklich da auf eine ganz eigentümliche und sanfte Art und Weise da reingenommen durch so Bilder, wo ich wirklich ganz real Frucht gesehen habe. Ja? Und das hat also mein Bewusstsein vom, ich sag mal, Ewigkeit, Himmel, das, was uns erwartet und was wir in diesem Leben gesät haben, dass das Auswirkungen hat, wirklich revolutioniert. Wirklich revolutioniert. Ne? Also da dürfen wir uns nicht im falschen Druck unterstellen, aber gleichzeitig ist das ein Ansporn, dass wir sagen, ja, es wartet was auf mich, wenn ich mit dem Herrn vorangehe. Ich kann was erwarten. Ich kann was erwarten. Heißt also, ewiges Leben ist unzerstörbar. Auch schon mal gut. Im Neuen Testament haben wir diesen Ausdruck Zoe. Ihr kennt das, ne? Leben. Das Leben, was Jesus uns gibt, ist Anteil an der Fülle und dem Leben und dem Wesen Gottes. Das ist eigentlich das, was wir haben. Wir haben an Gottes, ich sag mal, Lebensfülle Anteil. An seinem ewigen Dasein, seinem ewigen Leben, da kommen wir rein. Seiner Existenz, seiner Herrlichkeit, seiner Kraft, seiner Vollkommenheit. Ja? Und zwar so, dass es nicht begrenzt ist durch Raum und Zeit und die Probleme dieses Erdenlebens, sondern anders. Mit Gott. Wir können uns nicht im geringsten vorstellen, was das bedeutet. Und ich glaube, jeder Mensch auf dem Globus, wenn er nur eine Ahnung davon hätte, würde sich sofort bekehren. Aber die feindliche Propaganda ist sehr effektiv. Ja? Und macht aus der Ewigkeit so eine abstrusen Lachnummer, so nach dem Motto, ja, hast du zwei Flügelchen, sitzt auf einer Wolke und spielst 1000 Jahre lang Harfe. Das ist Dreck. Das ist völliger Unsinn. Das ist absolute, satanische, alberne, boshafte Propaganda. Die Ewigkeit ist alles. Wer die Ewigkeit verpasst, hat alles verpasst. Wer die Ewigkeit ergreift, hat alles ergriffen. Ja? Da ist diese eine Story mit dem sogenannten Schächer am Kreuz. Der Schächer am Kreuz, Lutherdeutsch. Ne? Das war der Typ, der auf der einen Seite von Jesus gekreuzigt worden ist. Ne? Und das war ja der, der zu Jesus gesagt hat, wenn du, ne, dann denk an mich. Denk an mich. Und Jesus spricht ihm das zu. So, jetzt ist das Interessante bei dem Ding. Der Typ war im Sterben. Der hat einen Haufen Dreck gemacht. Der sagt nämlich, es ist gerechtfertigt, dass wir hier gekreuzigt werden. Also der hatte so viel Rechtsverständnis, dass er sagt, ich habe so viel gesündigt, ich sag mal, dass das okay ist. Das ist eine gerechte Strafe im gesellschaftlichen Verständnis. Das hat er akzeptiert. Der nicht, aber wir schon. Also der wusste, dass er wirklich ein Sünder war. Und im Todeskampf begegnet ihm Jesus. Und durch dieses kurze Gespräch kommt er in eine Beziehung zu Jesus und Jesus sagt, jawohl, der Mann hat erfolgreich gelebt. Der hat nämlich alles, was es zu ergreifen gibt, ergriffen, ewiges Leben erhalten. Der hat erfolgreich gelebt. Es gibt Leute, die sind so super moralisch drauf und super anständig und leben ein perfektes, gesellschaftlich akzeptables Leben, haben aber die Beziehung zu Jesus nicht. Und die werden kein ewiges Leben haben. Weil das ewige Leben hat nichts mit deiner Moral und deinem Anstand und deinem Ding zu tun, sondern damit, dass du es akzeptierst und vom Herrn ergreifst. Und wenn du dann neu geboren bist, dann kümmerst du dich darum, dass Frucht in deinem Leben hervorkommt. Was wir auch noch finden in der Bibel, ist diese starke Betonung oder dieser Fokus auf das jetzige Leben und das zukünftige Leben. Ja, die jetzige Welt und die zukünftige Welt. Ne? Also die
gegenwärtige Welt, die eben durch die Schöpfung begrenzt ist, wo es ein Ende gibt, ja, von Raum und Zeit und auch von Sünde, Tod, ne, sie wird, wie gesagt, zum Ende kommen. Und das Neue Testament sagt, das ist die Welt, die jetzige Welt, die gegenwärtige Welt, die gegenwärtige böse Welt und so weiter wird die immer bezeichnet, in der wir uns jetzt befinden. Die zukünftige Welt benennt sie hingegen die neue Weltzeit, die Vollendung der Welt, der neue Himmel und die neue Erde oder das Reich Gottes. Und das ist wirklich cool. Denn das Reich Gottes ist ein Begriff, da bin ich wirklich hinterher. Es ist das Neue, was der Herr hat. Es ist das Neue, was kommt. Ja? Und die Bibel versucht wirklich in verschiedensten Bildern irgendwie das zu formulieren, dass wir kapieren, um was es geht. Muss man gucken, wie Paulus mit Worten ringt im Epheserbrief oder Kolosser, wenn es darum ging, irgendwie im Bewusstsein zu machen, kapiert mal, was das hier für Bedeutung hat, was der Herr uns gibt, welche Position wir erhoben sind. Er sagt, wir sind eingesetzt mit Christus in der Himmelswelt, wenn du wiedergeboren bist. Nur das ist mal eine coole Nummer. Das ist Tatsache, Fakt. So, ist uns nur nicht so bewusst, bedauerlicherweise. Aber wenn uns das bewusst wird, dann wird unser Leben sich ändern. So, und wir müssen verstehen, was es heißt, neugeboren zu sein und jetzt schon ewiges Leben zu haben. Um uns herum, wirklich, guck mal, du hast ewiges Leben, um dich herum, Millionen von Menschen, die jämmerlich zugrunde gehen und dieses Ding nicht haben werden. Weißt du, ein Bild, das ist vielleicht nicht ganz geschmeidig, aber es ist plastisch, denke ich, sehr hilfreich, wie man sich das vorstellen kann, ist tatsächlich eine Geburt. Ein Mensch ist ja im Bauch ist, im Mutterleib ist, der ist ja im gewissen Sinne beschützt, wird versorgt, ist ein sehr enger, dunkler Raum, wo er irgendwie wächst. Er kennt auch nichts anderes. Durch den Geburtsprozess, der schmerzhaft ist, übrigens auch sehr schmerzhaft für das Kind, kommt es ins eigentliche Leben hinein. Weiß erstmal wenig und muss dann über die Jahre alles entdecken. Und so ist es auch mit dem neuen Leben, was der Herr für uns hat. Ewigem Leben. Erstmal blicken wir wenig und das ist ein Lernprozess, der übrigens das ganze Leben weitergeht. Wer das nicht erlebt, ist wie eine Totgeburt. Eine Totgeburt, die kommt nicht zum eigentlichen Leben durch. Verstehst du? Die ist in diesem Mutterleib zwar angelegt und wird da auch eine Zeit lang sein, was ein Bild für das irdische Leben ist, aber sie dringt nicht zu dem eigentlichen durch, worum es geht. Die kommt nicht ins Leben. Aber wir sind durch unsere Neugeburt, Wiedergeburt, ja in dieses Leben reingekommen. So um uns herum sind Unmengen von Menschen, im übertragenen Sinne mal so gesagt, in irgendwelchem Mutterleib dieser Schöpfung. Und Unmassen von denen werden als Totgeburt nicht ins eigentliche Leben kommen. Und wir sind Leute, die sagen, wir können denen helfen, im Grunde genommen die echte Wiedergeburt zu erleben und ewiges Leben zu erfassen. Mensch, wenn Menschen sich bekehren, es geht doch nicht darum, dass es denen ein bisschen besser geht oder dass die Kopfschmerzen weg sind oder dass sie ein bisschen mehr Shalom in ihrer Familie haben. Ja, alles gut. Und der hilft dir sogar, wenn du betest, dass du einen Parkplatz kriegst oder das Auto wieder gesund ist. Oder hier, dass endlich das Ersatzteil kommt. Halleluja. Unverschämtheit übrigens sowas. Ja. Aber der Herr, du, das ist gut. Aber, ey, es geht um was völlig anderes. Ey, es geht um ewiges Dasein mit Gott. Unbegrenzt, für immer, mit ihm. Du hast die gleiche Zukunft, wie Gott hat. Das musst du dir vorstellen. Wer das verpasst, hat alles verpasst. Alles. Und wer das ergreift, der hat alles ergriffen. Es ist vollkommen wurscht, wie beschissen dein Leben läuft. Wenn du es hast, hast es. Es gibt so viele Leute, die lassen sich von den Dingen ihres Lebens, die irgendwie uncool laufen, davon abbringen und fangen an, mit Gott zu hadern und denen zu sagen, die haben keine Offenbarung darüber, was sie eigentlich haben. Der Feind lenkt sie immer auf irgendwelche kleinen Problemchen auf ihrem Lebensweg und hofft,
Und manchmal gelingt es ihm, dass sie durch diese Problemchen, die sich zu Bergen auftürmen, dem Herrn abschwören. Epheser 1, Vers 20. Er spricht hier darüber, dass der Herr, also der Vater, das in Christus hat wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in der Himmelswelt eingesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Christus ist also erhoben über alles, in alle Ewigkeit. Ja, er ist der Herr. Er ist der Herr der Ewigkeit. Er ist der Herr. So, und wir werden mit ihm aufs Innigste verbunden. Die Bibel gebraucht das Bild einer Ehe. Ja, das sind Dinge, die können wir uns in unserem Kopf nicht vorstellen. Das sind im Geist Dinge, die gewaltige Auswirkungen haben. So, und als Kinder des Lichts, ist eine Formulierung, die in Lukas 16 kommt, werden wir an jener Welt teilhaben, am Leben Christi. Johannes 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wer das nicht tut, der geht daran vorbei. Deshalb sagt die Bibel, wer Jesus hat das Leben, wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Punkt. Das gilt übrigens für alle Menschen. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Weißt du, dass diese Aussage eigentlich wirklich dramatisch ist? Wann beginnt das ewige Leben? Das ist genau die gleiche Aussage wie vorhin. Indem du Christus erkennst. Ja? Im Sinne von ihn annimmst, ihn akzeptierst. In diesem Leben schon beginnt dein ewiges Leben. So wie du wiedergeboren bist, wie schon gesagt, beginnt dein ewiges Leben. Eigentlich mit der Erkenntnis Christi, indem du das für dich annimmst. Und deshalb ist dieser leibliche Tod für Christen nicht so eine große Nummer wie für die Menschen in der Welt. Das ist für uns nur ein Portal, nur ein Übergang. Weil wir wissen, wir haben das ewige Leben schon. Ja, es gibt da diesen Ding, wo wir aus dieser Welt rausgehen, in die wirklich ewige Welt beim Herrn. Und das ist nicht so ein Schrecken, wie für die Menschen, die das nicht haben, die eben diese Hoffnung nicht haben. Der Tod hat seinen Stachel verloren. Warum? Weil wir ewiges Leben haben. Wir leben im Grunde genommen schon in der neuen Welt, wenn du es dir wirklich überlegst. Wir leben schon in diesem neuen Äon, ja, diesem Zeitalter. Das Neue ragt schon in uns hinein in diese Welt. Und deshalb ist es so, wir sind wie, lass mich das den Begriff gebrauchen, ein Portal der Ewigkeit in diese Welt hinein. Ja, und wir können Leute einladen, sagen, komm mal her, ich kenne den Weg, ich zeig dir, wie du ins ewige Leben kommst. Und die Welt lechzt danach. Warum? Weil sie stirbt. Sie stirbt in jeglicher Hinsicht. Sie stirbt moralisch, sie stirbt geistlich, sie stirbt körperlich, sie stirbt seelisch, in ihrem Willen, in ihrem Denken, in ihrem alles, Emotionen, die Welt krepiert um uns herum. Unter der Herrschaft des Feindes. Wir haben alles, was die Menschen jemals brauchen können. Wir haben die Botschaft des ewigen Lebens. Ewiger Erlösung. Ewiger Errettung. Und deshalb ist es so, dass wir wirklich, wirklich, wirklich ein Bewusstsein dafür haben müssen, was wir eigentlich für Botschafter sind. Was wir eigentlich für eine Message haben. Was wir den Leuten eigentlich zu geben haben. Und das wird sich noch zunehmend in Erweisungen des Geistes und der Kraft zeigen. Weil wir als Botschafter des Himmels vorangehen werden und man wird sehen, dass wir Botschafter des Himmels sind. Der Herr wird sich zu unseren Worten stellen. Paulus schreibt davon, bin nicht zu euch gekommen mit großen Worten, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Ich komme zu euch, ja, nicht mit großen Trara, sondern ich zeige euch, welche Realität das ist. Und daran mangelt es momentan noch. Das mangelt aber unter anderem daran, dass wir kein Bewusstsein dafür haben, was wir eigentlich repräsentieren.
was wir für Botschafter sind. Was für ein System, was für ein Reich wir in uns tragen. Deshalb reden wir seit Jahren, seit wir hier sind, über das Reich Gottes. Ja? Das ist unser eigentliches Thema. Was ist das Reich Gottes? Wie funktioniert es? Wie geht es vorwärts? Ja? Und Ewigkeit ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Und jetzt möchte ich dir drei Texte vorlesen, hier aus dem Buch. Entdeckungsreise im Himmel. Der Schwerpunkt ist natürlich Himmel. Aber wie du bestimmt schon gemerkt hast, Himmel als Begriff ist natürlich ein komischer Begriff, das erkläre ich auch. Weil Himmel, da hast du natürlich eine Menge Vorstellungen. Man stellt sich ja so vor, lebst hier, dann stirbst, dann kommst in den Himmel. Kommst in den Himmel. Ne? Das ist alles schwierig. Also ich habe das versucht zu erklären. Aber eigentlich geht es um die Ewigkeit, um die Vollendung, um das, wenn wirklich diese Weltzeit zu Ende gekommen ist und das, was man eben die Ewigkeit nennt, begonnen hat, was dann passiert und so weiter. Darum geht es in diesem Buch. Und da gibt es eben auch Aussagen, die ich einfach empfand, die ich euch weitergeben soll. Schließ mal die Augen. Wie gesagt, jetzt kommen hier drei Texte, die du einfach mal auf dich wirken lassen kannst. Der Himmel übersteigt jede menschliche Vorstellung. Jede Beschreibung des Himmels ist nichts anderes als ein Bruchstück und zeigt nur einen winzigen Ausschnitt. Glaub mir, der Himmel ist anders. Er ist der anhaltende, ewige, immerwährende Aufenthalt in der Gegenwart des allmächtigen, allwissenden, unbegrenzten Gottes. Du als Mensch bist hineingenommen in all das, was er ist und was er hat. Das Erbe der Heiligen im Licht ist viel, viel mehr, als sich Menschen jemals ausmalen können. Wer dieses Erbe nicht ergreift, der hat das eigentliche Leben versäumt. In alle Ewigkeit wirst du über das, was Gott für dich als Mensch getan und bereitet hat, voller Begeisterung sein. Gott hat Göttliches für seine Kinder vorbereitet. Niemals wird es einen Augenblick des Bedauerns, der Langeweile, des Zweifels geben. Niemals wird sich jemand wünschen, woanders zu sein. In einem anderen Kapitel, das war also ein Zitat, das hatte ich empfangen als etwas, was Jesus zu mir gesagt hat. Ja, wie so ein Diktat. Das habe ich öfter, dass ich das dann so höre und aufschreibe. Und das war das zweite Text hier, war genauso. Ewigkeit. Ewigkeit ist etwas völlig anderes als eine endlose Aneinanderreihung von Zeit. Ewigkeit ist nicht Zeit. Zeit wird aufhören, Ewigkeit wird bleiben. Der Tod wird aufhören, Leben wird bleiben. Leid wird aufhören, Freude wird bleiben. Ewigkeit ist anders, als du es dir vorstellen kannst. Wie du dir als Mensch keine Zeitlosigkeit vorstellen kannst, keine dimensionale Unbegrenztheit, so kannst du dir auch Ewigkeit nicht vorstellen. Es wird nicht eine Sekunde Langeweile, Öde oder Bedauern in der Himmelswelt geben. Langeweile ist etwas, was zur gefallenen Schöpfung gehört. Ebenso wie Schmerz, Leid, Not, Unzufriedenheit und Sünde. In Ewigkeit wirst du wissen, ich bin dort, wo ich hingehöre. Ich bin zu Hause. Ewigkeit ist etwas, was dein menschliches Verständnis übersteigt. Freu dich drauf. Nichts ist furchtbarer, als in Ewigkeit von mir getrennt zu sein. Nichts herrlicher und erfüllender, als mit mir vereint zu sein. Ich habe Ewigkeit in dein Herz gelegt und in das Herz jedes Menschen. In vielen hat der Feind dieses Bewusstsein zerstört, weil sie sich den falschen Dingen widmeten und das Falsche hörten. Doch eine Berührung meiner Gunst kann das Verlangen wieder entfachen. Ewigkeit ist das, was ich für meine Kinder vorbereitet habe.
Und noch ein Text. Vollkommenheit. Absolute, vollendete Vollkommenheit. Kein Makel, kein Fehler, keine Alterung, kein Verfall. Mein Herrschaftsbereich ist Vollkommenheit. Weißt du, dass das Irdische das Gegenteil von Vollkommenheit ist? Es ist gefallen. Es ist dem Tode überantwortet. Vollkommenheit bedeutet, dass nichts fehlt, dass es keinen Mangel gibt. In meinem himmlischen Jerusalem wird kein Baustein fehlen. Bausteine, das sind Menschen. Errettete Menschen, die ich rufe und die kommen, um in meiner Herrlichkeit vollendet zu werden. Mein Zion, das ist mein Volk, meine Stadt, meine Kinder, meine Liebe, meine Braut. Glaub mir, auf dieser Erde hast du noch nie Vollkommenheit gesehen. Doch bei mir wirst du in Ewigkeit über vollendete Vollkommenheit begeistert sein. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du für uns getan hast. Und es ist so schwierig, das auch nur annähernd zu ermessen, zu verstehen, was du für uns getan hast. Ja, und wenn wir vor so etwas wie dem Thema Ewigkeit einfach hier stehen, dann merken wir, da ist etwas drin. Da ist eine Bedeutung drin, eine Dramatik drin, eine Dimension drin, die unser Denken völlig übersteigt. Du hast unvorstellbar viel mehr für uns, als wir überhaupt ermessen können. Du hast durch die Erlösung in Christus unvorstellbar viel mehr uns geschenkt, als wir überhaupt ermessen können. Du hast uns durch deinen Tod am Kreuz, deine Auferstehung unermesslich viel mehr geschenkt. Durch die Ausgießung deines Geistes, der in uns ist, durch die Neugeburt. Eine neue Schöpfung. Du hast uns mehr geschenkt, als wir überhaupt in den kühnsten Träumen nur uns vorstellen können. Das Neue Testament ist voll davon, dass es darum geht, dass die Gläubigen das verstehen. Dass die Gläubigen das verstehen, was es heißt, in dir zu sein. Was es heißt, ewiges Leben zu haben. Was es heißt, eine neue Kreatur zu sein. Ein Tempel des Heiligen Geistes. Botschafter an Christi Stadt. Könige, Priester, Propheten. Die Braut Christi. Herr, und ich bitte dich, dass du uns ein Verständnis öffnest dafür, dass du uns die Augen öffnest, die Ohren öffnest, den Sinn öffnest, dass wir erfassen, wer wir sind in dir. Es gibt so viel mehr, was du für uns hast. Und du sagst in deinem Wort, Ewigkeit hast du in die Herzen der Menschen gelegt, in deine Schöpfung. In jedem Menschen ist etwas, was sich nach dieser Ewigkeit ausstreckt, was diese Ewigkeit wünscht. Und der größte Zweifler und der größte Atheist, es ist ein Bewusstsein dieser Ewigkeit in ihm, weil ein Mensch ist, ein Geschöpf ist. Und ich spreche aus, dass Ewigkeit in diese Zeit hineinbricht, mit Zeichen, mit Wundern, mit Krafterweisen, mit einem Wehen des Heiligen Geistes, wie wir es noch nie erlebt haben. Aus der himmlischen Dimension, aus der Dimension der Ewigkeit, hier in Zeit und Raum, durch uns. Warum? Weil wir diese Kanäle sind, durch die das Wirken Gottes freigesetzt ist. Deshalb die Missionsbefehle, deshalb immer wieder die Auftrag, geht und gebt es weiter, was ihr empfangen habt. Herr, und wir sprechen aus, es kommt hervor. Durch uns wirst du die Ewigkeit zu den Menschen geben, ewiges Leben fließen lassen. Und das wird sich in Erweisung des Geistes und der Kraft zeigen. In Zeichen, in Wundern, in Heilung, in erstaunlichen Dingen, die du für uns hast, wie das Neues Testament immer und immer wieder berichtet. Herr, gib uns ein Bewusstsein von Ewigkeit. Aber nicht nur das, gib uns ein Bewusstsein, wer wir sind in dir. Wer wir sind. Gib uns ein Bewusstsein unserer Identität als Träger der Ewigkeit. Amen.